willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit Jane und... Hi Julian. Mit Ausbruch diesmal. Und diesmal müsste Faser aber auch Ausbruch bei haben. Wir hatten uns über PSN, ja... Julian, ich weiß auch nicht wohin. Komm hier. So, vielleicht finden wir hier was. Der Oni. Oh Gott. So, hier ist ein Jen. Okay, aber ich bin jetzt allein. Ach nee, da kommt Julian. So, alles klar, Julian. So, der Dorfbar hat sich umgezogen. Sieht jetzt nicht mehr, also Julian und Dorfbar sehen jetzt nicht mehr gleich aus. Und Phase müsste jetzt auch Ausbruch bei haben. Ne? Wir hatten uns über PSN jetzt kurz geschlossen. Und ja, dadurch, dass er nimmt eine Kiste mit. Ne? Ich glaube, er hat bestimmt keinen Saboteur bei. Ne? Also ich denke mal, er wird seine Kiste machen. Oh shit. Kommt der jetzt hin? Ah, na, da ist direkt ein Haken. Ach, kacke, ich dachte, der muss hier zum Hügel. Ach, hier auf dem Hügel ist gar kein Haken. Ja. So viel dazu. Hat er mich... Entweder hat er mich, glaube ich, gehört, ne? Ach Gott, ja, dass die Paletten gesperrt sind, okay. So, ein Dorfpreis wieder frei. Zwei Gens fertig, ein Hook. Das braucht's auch gut. Nee, aber nochmal zurück. So, und ich denke mal, er wird keinen Saboteur bei haben, ne? Saboteur nehme ich mit, weil ich wollte ja meine Heilung dafür ja nicht flöten gehen. Okay. Wieder da hinten. Nur jetzt... Okay, das ist jetzt alles für Ausbruch zu weit. Ja, ich komme nicht rechtzeitig hin. Ich muss ja im 6-7 Meter Radius, glaube ich, um den Killer schlawenzeln, wenn er da so einen Survivor trägt. Und... Ja, wir schauen mal. Ja, wir haben auch zwei Eichen geschmissen, das heißt, es gibt dementsprechend weniger Haken. Und durch Saboteur kann ich die Haken halt sehen. Ja, wenn da jemand aufhebt, dann sehe ich die Auren der Haken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, direkt hier. Ach, er hat schon wieder jemand. Ach, aus dem Schrank gegrabt. Okay. Alles klar. Das war Entscheidungsschlag. Jetzt ist Dorf bei die Besessenheit. So, und wir wollen jetzt mal gucken. Ich hoffe, Phase macht da hinten noch einen Gen. Damit wir bloß nicht den Gen-Druck verlieren. Weil zwei Gens sind schon mal erstmal gar nicht schlecht. Ne? Ist schon mal keine schlechte Bank. Das Bauch sagt gut. Wo sind die jetzt hin? Ah, da hinten. Ich versuche mich langsam mal ranzupirschen. Oh, okay. Komm. Hier ist ein Haken. Ich glaube, das ist der einzige hier, ne? Er sieht mich nicht. Jawohl. Und jetzt hin. Jetzt ist das Zeichen da. Jetzt, ihr seht, Eile. Ne, man ist dann auch ein bisschen schneller. Damit man auch bloß nicht den Kontakt zum Killer verliert. Oh, bitte. Jawoll. Phase ist sogar auch noch da mit Ausbruch. Nice. Und jetzt ist er erstmal aggro. Jawohl. Ach, schön. Das hat gepasst. Ach, super. Ne, das freut mich. Wie gesagt, auf die Idee kam ich, weil letztens ja, ich glaube, Phase hatte... Oh, shit. Shit, das ist sehr shit. Ich hoffe, Phase kommt hoch. Nein. Ach, Mann. Scheiße. Okay. So, Phase wird... Jawohl, Phase ist wieder oben. Alles klar, drei Gens, drei Hooks. Also, das Bauch ist ganz entspannt. So, aber diese zwei Eichen haben schon einen schönen Effekt, ne? Man sieht es eigentlich, wenn wir die Auren der Haken sehen durch Saboteur, ne? Also so viele Haken sind nicht da.
Dabei haben nur Faso und ich Eiche geschmissen. Ne? Ansonsten glaube ich, entweder Dorfball oder Julian haben noch eine Partyluftschlange geschmissen. Und ich werde da glaube ich auch nochmal gleich schreiben. Wenn sie auch eine Eiche bei haben, dann sollen sie vielleicht eine reinpacken. Okay, Faso wird jetzt hingehen wegen Ausbruch. Nur man muss dazu sagen, Phase sieht nicht die Auren. Ne, wenn er jetzt keinen Saboteur bei hat, wovon ich jetzt ausgehe, dann sieht er nicht die Auren. Da muss er im Vorfeld immer ein bisschen, danke dir, ein bisschen gucken. Ja, Phase war verletzt, ne? Okay, ich guck mal wegen Ausbruch jetzt. Okay, das Zeichen ist da, Zeichen ist da, Zeichen ist da. Na, na, na. Eile, Eile, Eile. Also ihr seht, wenn ihr... Oh Gott, ich muss... Oh, jetzt habe ich keine Eile. Jawohl. Also ihr seht es an diesem Eile-Symbol rechts, ne? Wenn ihr... Wenn ihr... Oh. Jetzt habe ich die Agro. Muss man ziehen. Hat er durchgezogen. Oh shit. Schaffe ich eine Runde? Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Oh, jetzt kommen wir von da. Oh, scheiße. So. Ja, das läuft doch eigentlich sehr gut mit Ausbruch. Nice, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, ich wollte jetzt mal was anderes ausprobieren und ich hatte mir vorhin Gedanken gemacht. Und ich habe das ja auch mal testweise mit einem, schon mal beim Spiel mit Randoms gemacht. Allerdings, ja, das war super prädestiniert. Ne? Ich hatte Random war auf dem Arm vom Killer drauf. Der lief zu einem Haken. Ich hatte da auch schon Saboteur und Ausbruch und ich sabotiere die Scheiße, kassiere den Schlag, bleibe aber in der Nähe und merke dann, dass der Random gar nicht wiggelt. Ja, voll für Nüsse alles. Ne? Naja, egal. Deswegen hatte ich dann erst nochmal ad acta gelegt. Ne? Nice. Nice, nice, nice. Jetzt müssen wir nur gucken. Hä? Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. Warum? Woher sollte er das gewusst haben? Okay, Dorfbrei kommt zur Rettung. Das ist Julian, ne? Nicht Julian, ey, nicht Julian. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Komm, 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 komm. Okay, Julian krabbelt raus, ne? Okay, Phase ist auch da. Dorfbrei hat verwandt. Okay, der andere Ausgang ist da auch auf, oder? Okay, Julian ist raus, Gott sei Dank, ey.
Den erwischt es man in den ganzen Runden irgendwie meistens immer sehr dicke. Ja gut, okay. So. Ja. Eventuell, ich weiß nicht, eventuell hat der Killer ja Julian jetzt auch entkommen lassen. Ne, ich glaube, Zeit genug hätte er gehabt, um ihn da zu holen. Es sei denn, Julian war da schon am Rand und hat noch gewartet. Dann braucht man ja nur noch einmal antippen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mit Ausbruch hat super funktioniert. Und mal gucken. Ich habe auf jeden Fall genug Zeit mit im Gepäck. Und können wir einige Runden machen. Hauptsache, meine Stimme hält durch, ne? Okay. Ja gut, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Ne? Und ich sag mal, bis dann. Ciao.